Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 38 von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal haben wir hier irgendwo was freischaufeln wollen. Hier oben, damit der Raum fertig wird. Da sind wir dran. Hier hatte ich das alles gemacht. Und wir wollen ja hier hinten die Schleimfabrik machen, die dann Algen produziert. Und haben hier irgendwo drei Pufflets, die sind hier oben, 1, 2, 3, die produzieren ja hier immer den Schleim und den wollen wir dann mal schnellstens irgendwie hinkriegen, dass wir den dann auch umsetzen, ne? Dass wir Algen rauskriegen. Hier haben wir definitiv ja auch noch genügend und hier oben auch noch Algen. Vielleicht sollten wir da mal hochgehen und das da oben abbauen, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber ich würde sagen, nach dem Intro kümmern wir uns darum, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ja, dann machen wir mal erstmal graben hier. Hier oben graben wir erstmal das alles raus. Warte, wir machen erstmal nicht das alles weg, sondern wir machen erstmal hier oben weg. Bohren dann da weiter rein. Und ja, ich glaube, so geht's schon, ne? Dann sollten wir, da kommen wir auch hin, wenn. Da müssen wir nur das erst lassen, sonst, wenn wir da unten das wegbohren, dann kommen wir da oben nicht hin, ne? Das haben wir. Hier wird schon frei gemacht. Hier oben liegen auch noch genug Algen, ne? Ja, da sind auch noch Algen. Sind die denn? Die sind alle fertig, ne? Und alle vollgeladen mit Sauerstoff. Das ist ja schon mal cool. Und jetzt ist hier. Ist das Gebäude ist der? Ne, ist aktiviert. Also sie müssten eigentlich, wer hier durchgeht, müsste hier eine Sauerstoffmaske aufsetzen. Das Einzige ist, hier unten klappt das nicht, weil hier unten haben wir ja die Toiletten, ne? Ja, vielleicht sollen sie mit Gasmaske auf Toilette gehen. Ja, wir bauen ja hier oben die Toiletten, ne? Die ist doch keinem zugewiesen, ne? Ne, noch nicht. Das Bett schon, ne? Ja. Und Händewaschen ist angesagt. Hier oben haben wir jetzt ausgehöhlt und da kann man tatsächlich überall jetzt was machen. Wer erstickt? Oh, hier ist was runtergefallen. Schnellstens. Okay, sie kann es selber machen. Die Niesbett hat es geschafft. Okay. Das war jetzt doof, ne? Wieso ist Niesbett da oben hin und baut da aus was auseinander? So, jetzt kommen sie aber dann raus, oder? Wenn sie den einen weg sowieso hat. Ja, sie kann da schon raus. Okay. Alles ist gut. Sollten wir hinkriegen. Hier läuft erstmal alles. Wie war das mit dem Abwasser? Haben wir das schon fertig hingekriegt? Ich glaube ja, ne? Das geht hier von den Duschen da rein nach da. Und hier geht jetzt auch Frischwasser wohl rein. Das bedeutet, ja, lassen wir, oder? Ne, da sind schon Abbauanträge, Aufträge dran. Das heißt, das können wir so lassen. Hier können wir definitiv mehr Kupfererz noch regenerieren. Kupfer regenerieren, ne, ist aus dem Erz. Er kann auf jeden Fall da weg, wird auch nicht ertrinken, das ist alles gut. Hier ist Dinky, der forscht, die anderen schlafen, ne, das ist auch gut. Hier müssen wir mal gucken, dass die da mal rüberkommen, ne. Warte, da ist auch noch was runtergefallen. Das müssen wir auch wegmachen. So, wenn das soweit doch da richtig ist, ne? Das würde bedeuten, wir können jetzt mal hier weiter graben. Und darüber können wir definitiv schon mal den Boden machen. Das müsste ja jetzt hier funktionieren, oder? Und dann ist der Raum bald auch zu. Frankie schläft da auch schon. Hat da schöne Säule. Kulturblock. Was kann man damit machen? Ah, okay. Fehlt die Konstruktionsfähigkeit. Geduscht wird hier bei Frankie im Raum. Passt erstmal. Gibt Schlimmeres. Hier unten wurde auch schon eine Stelle angebohrt. So, wie müssten wir ihn? Er ist hier gerade in Pause machen. Die müssten jetzt hier noch rüber eigentlich, ne? Ja.
Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder zu viel bauen, ne? Mehlholz haben wir aber. Wir haben 26.000 Essen, das ist also nicht das Problem. Und hier sind ja eigentlich jetzt auch die Farmen aktiv, oder? Jetzt müsste man mal gucken, ist das hier irgendwie blockiert? Nee, ne, oder? Aber das, was da drin ist, wächst da gar nicht wahrscheinlich. Da ist eine Mehlhaus drin, ne? Mehl, Mehl. Warte mal, das muss. Wieso ist da eigentlich nur ein Tropfen Wasser dran? Da muss doch irgendwas faul sein dann, oder? Achso, weil hier nichts generiert wird. Nichts gereinigt wird. Hier wird nichts gereinigt, weil hier nichts ankommt. Okay. Wo ist denn das schmutzige Wasser? Ah, das kommt da jetzt erst gerade. Vom Duschen hier oben, ne? Wir können definitiv schon mal die Leitung vielleicht, aber die Lüftung ist fertig geworden. Hochdruckgasabzug, automatisches Gasventil und ein isoliertes Rohr haben wir hier. Und bei dem zweiten sind Automatismen, da ist der Gasatmosensor. Oh, jetzt habe ich den da aus Versehen hingebaut, den wollte ich da aber gar nicht hinbauen. Der soll da weg. So, und hier können wir einen holen oder irgendwas holen. Gucken wir erstmal rein. Hilfspaket, frittierte Pilze, Hilfspaket, Pip-Ei. Ja, das ist aber jetzt hier nicht so, glaube ich, interessant, ne? Das sind 8400. Wir haben 0 Kilokalorien, das glaube ich aber nicht. Wir haben noch ein bisschen mehr. Oder zwei Leute. Einmal bauen, einmal Medizin. Erfahren Grillen. Schnarcht laut, das ist nicht gut. Allergische Reaktion auf Blumenduft, das ist auch nicht toll. Kann durchdruckfähig, das wäre egal. Und Keimresistenz erhöht und muskulöse Stärke. Wir haben ja hier das Essen nicht abfallend. Das heißt, wir könnten rein theoretisch. Mordrak würde jetzt sofort sagen, oh, mach das bloß nicht. Den noch dazu holen, den Joshua. Oder das. Pip will ich jetzt nicht haben. Ich habe keinen Arbor, Baum. Die verbuddeln alles, das ist auch gut so, aber nee, will ich nicht. Stärke erhöht, also er kann auch gut tragen, kann bauen. Ich glaube, wir holen den dabei. Dafür müssen wir natürlich das Bett hier schnellstens fertig kriegen, ne? Ach, da ist auch noch ein Pufflet drin, ne? Da ist der vierte dann, oder wie? Nee, der hat sich da tatsächlich irgendwie anders hoch verirrt, oder wie sehe ich das? Okay. Auf jeden Fall dieses Bett fürchterlich schnell produzieren. Ellie, ich will nicht Ellie, ich will das Bett, Feldbett, auf 9. Damit der Joshua da schlafen kann. Und hier muss es dann weitergehen, damit wir hier Dingens abbauen können, sag schon. Mehlholz weitermachen können. Joshuas Bett ist fertig, der kann pennen, also kein Problem mehr. So, wäre jetzt schön, wenn die Pufflets hochkommen, dann können wir die hier irgendwann hier rüberbringen, oder? Wie zufrieden ist denn der? Wild, glücklich. Okay, das reicht ja schon mal. Stinky ist am Schlafen, wie es sein soll. Da muss auch noch abgebaut werden, sehe ich gerade. Und das kann er jetzt auch weg, ne? Ach, jetzt ist er ganz nach oben. Sehr gut. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir die da hochkriegen. Wird sich ein bisschen schwierig gestalten, ne? Der kommt doch in sein Bett. Naja, müsste eigentlich. Auf jeden Fall jetzt dann. Achso, der Stein muss auch noch weg. Aber Ellie macht den da auch noch gerade weg. Genau, dann passt das schon. Hier wird schon die Toilette gebaut. Sehr cool. Dann lass uns die Toilette schnell anschließen. Weil wenn wir die Toilette dann haben, ne? Dann ist das auch kein Problem mit dem Wasser. Die Brücke kommt hier hin. Jetzt müssen wir gerade gucken, der Pfeil zeigt nach da. Das heißt, wir müssen die Brücke drehen, aber mit O und nicht mit R. Sanitär nochmal auswählen vielleicht, dann sehe ich es besser. Sanitär. Nochmal OO. Dahin. Und dann das Rohr dahin.
So, beide Duschen schon fertig dann. Wow. Der Raum geht fürchterlich schnell. Jetzt müssen wir hier gucken. Wo ist denn der Pufflet? Da noch, okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den da nicht hier unbedingt in den Raum alleine einschließen dann, ne? Und wir müssen mal die Prioritäten für die Leitung dann höher setzen, denke ich mal. So sollte es funktionieren, ne? Ach, da sind auch noch welche. Dann mach die auch noch mal auf 8. Oh, auch auf 8. Und Linse, ne, Nisbet, ne, Rohr auch auf 8. So, die Rohrleitungen kommen schon. Wie sieht es denn mit der Wasserversorgung dann aus? Die läuft ja bis hier. Frischwasser ist voll von da unten, das passt also. Aber wenn ich hier natürlich ausschöpfe, dann ist diese Wasserpumpe irgendwann über, ne? Naja, okay, dann ist das halt so. Müssen wir nochmal überlegen, ob das so gut ist oder nicht. So, da fehlt noch eine Verbindung zur Rohrleitung. Ah, ne. Sanitär. Da, so. Jetzt läuft das Wasser auch da rein. Toilette wird voll. Sehr gut. So, das ist schon mal nicht schlecht. Da oben geht es auch voran. Das heißt, wir können graben hier weitermachen. Ne, das ist eigentlich schlecht, da weiter zu graben, ne? Eigentlich müssen wir hier erst graben. Okay, dann könnte Nisbet von da oder Ellie darüber. Aber hier oben ist noch nichts passiert. Oh, da ein Nymphenei. Kommt da jemand hin? Kann da runter? Kann da hoch? Kann da hoch? Kann da lang? Kann hier runter, aber nicht dahin. Alles klar. Aber wie kommt man denn dahin, dass das weiß ist? Achso, kann von hier nach da vielleicht rüberspringen. Könnte sein, ja. Okay. Hier läuft's erstmal, oder? Sieht erstmal gut aus. Da ist eine Maske auf. Da nicht, oder? Nee, nur eine Person hat die Maske auf. Warte auf Anlieferung, okay. Also hier... Freigabe, freier Platz. Ich weiß nicht, was da richtig ist jetzt hier. Der Einstellung komme ich gerade nicht klar. Die Apotheke hat noch keinen Strom. Das ist jetzt auch nicht so ganz so schlimm. Oh, hier ist aber was ganz Derbes passiert. Ich hoffe, da ist nirgendwo einer eingesperrt durch. Ne, sieht nicht so aus, ne? Ne. Hier hinten müssen wir noch was aufwischen. Da ist noch ein bisschen was daneben. Und sind hier Keime? Ne. Das können wir auch alles frei machen dann. Essen 32.000, also noch mehr geworden. Hier haben wir auch schon was. Ja, hier ist wieder falsch gemacht, ne? Wir müssen definitiv hier nochmal Abbruch machen. Hier können wir nicht so bauen. Wir müssen erst da oben freischaufeln, dann können wir da unten bauen, wenn. Läuft aber erstmal, ne? Wild, glücklich und hungrig. Alter 20 von 75, das passt ja erstmal, ne? Achso, wilder wird es noch oder so. Hier wächst auf jeden Fall der Nachwuchs vielleicht dann, ne? So, die sind erstmal alle am Schlafen. Joshua geht hier pennen, das ist auch gut so. Hier können wir definitiv die Richtung mal ändern. Muss nicht in beiden Richtungen Hände gewaschen werden.
Toilette funktioniert und wir können hier dann aufräumen. Machen wir den Raum schön, das war... Ah, da fällt nachher sowieso noch was runter, aber ist erstmal so. Was hat keinen Platz? Erde, Lager nicht erreichbar. Wo sind die Container? Hier sind Container und dieser Container. Nur beim Aufräumen. Dünger und Phosphat. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir noch mehr Welt haben. Aber hier unten waren auch noch welche, ne? Genau, da ist auch noch einer. Da war Sand, naja. Da kommt noch Erde rein. Und dann geht das erstmal, oder? Okay. Die Pennmützen sind durch. Oh, wir haben gar keine Forschung. Was haben wir da hier? Erdgas und Öl und Petroleumgenerator. Sweepdog, künstliche Freunde. Okay, Benachrichtigung. Hammer. Ja, nee, das ist jetzt gerade nicht so. Erzreiniger. Vielleicht können wir das mal bauen. So. Schmutzige Wasser, zu wenig Ressourcen, Wasser, Algen, Terrarium. Okay, das ist... Ah, nee, warte mal. Das kann nicht weggebracht werden, oder? Kein Wasser, doch. Wir haben hier die Pumpe. Ach, nicht erreichbar. Warte mal, dann müssen wir hier die Prio gerade mal hochsetzen für diese Bohrgeschichte hier. Kommt denn Wasser? Ja, ne? Nee, oh doch, es wird gerade gereinigt, das Wasser. Die Pumpe hat also gefördert, oder? Ah ne, das ist das schmutzige Wasser, was kommt. Dann müsste die Pumpe, wenn es denn mal hier irgendwann rüberläuft, reinigen, ne? Hm. Das müsste ein durchlässiger Ziegel werden. Feuchtigkeit, ne? Gitterziegel. Wird verwendet, um Wände und Böden für Räume zu bauen. Lässt Flüssigkeiten und Gase durch. Das ist genau das, was wir da brauchen. Und dann macht den mal gerade auf 9. Na, sagen wir mal 8, 9 müssen wir nicht haben. So, jetzt wird gleich das Wasser wieder erreichbar sein. Jetzt ist hier auch das Zeichen weg. Alles klar, passt. Wo kam denn der viele Sand weg? Ach, von hier ganz oben. Alles klar. Müssen wir noch weitere bauen? Weiß ich gar nicht. Eine Maske ist jetzt da raus. Okay. Da fehlt eine, weil einer sie anhat. Aber alle ziehen sie nicht an. Das ist das Problem. Ich hoffe, die gehen nicht durch die Toilette. Aber das ist jetzt auch eine Zeit, wo wir sagen könnten... Lass uns die Toiletten abreißen, oder? Weil wir haben jetzt zwei da oben erstmal. Und die Tendenz steigt ja, dass wir weitere kriegen. Wie sieht es denn mit der Temperatur hier gerade aus? Ne, das ist nicht Temperatur, das ist Temperatur. Hier ist gut kühl zum Wohnen, das heißt, wir bauen da weitere Toiletten. Sanitär. Toilette. Kommt definitiv da eine hin, weil da ist... Ah, hier haben wir was falsch gebaut, oder? Ah, wir bauen das so. Und da kommt auch eine hin. Na komm, dann, wenn wir schon dabei sind, machen wir sanitär gerade hier weiter. Ah, jetzt geht das nicht, oder was? Muss auf einen freien Platz gebaut werden, okay. Die Tür muss weg. Ja, der Raum ist dann vollkommen falsch. Tür zerlegen. Ja, passt erstmal. Und dann müssen wir noch hier weiterbauen. Darüber kann auch weggegraben werden, oder? Ah ne, machen wir gerade erst hier den Ziegel dazu. So passt's, ne? Der Raum da wird schon richtig sein, aber hier muss es zu. Das muss, wird ja eine Wand, aber
Zurzeit ist es erstmal hier begehbar. Ja. Das heißt, die Leiter kann auch definitiv weg. Ja. So, die können ja darum gehen. Die nächste Toilette ist schon gebaut. Wow. Sanitärrohre. Von da bis nach da. Also Sanitär brauchen wir vielleicht noch. Ne, das war nicht Sanitär, das war Medizin mit dem Waschbecken, ne, oder? Das muss hier hin und dahin. Und die Dusche ist bei Sanitär, die kommt da jetzt hin. Sehr gut. Und dann werden diese beiden Räume noch abgeschottet. Man kommt dahin, ne? Ja, kommt man, und man kommt auch dahin. Sehr gut. Das heißt, wir können da definitiv auch zubauen. So, da drüber machen wir dann Graben. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir keinen einschließen, so wie wir das gerade sehen, ne? Das heißt, LED'n lassen wir hier noch weg. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein, dass wir darüber kommen, ne? Ich hoffe, die bauen gerade das passende hier, dass sie darüber kommen. Aber ich glaube, die können darüber springen, oder? Ah, jetzt kommen sie auf jeden Fall rüber. So, das sieht erstmal gut aus, oder? Ja, kommt überall hin, passt erstmal. Wir haben 4 Räume dann bald fertig. 4 Schlafzimmer für jeden. Wir haben auf jeden Fall Toiletten dabei, die dann auch gebaut werden. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.